Herr Richter, wo haben Sie Jura studiert? Darf ich das mal erfahren? Jura, was ist das? Der Schweiz. Kann man das essen? ja, ich habe mir eine Mütze gekauft und bin Richter geworden. Bei eBay gab es da so eine tolle Anwalt, Lizenz. Haben Sie wenigstens Jura studiert? Herr Rebellenanwalt, haben Sie Jura studiert? Aber selbstverständlich. Wo? Das ist hier völlig barbarisch. Alles klar. Herr Dr. Gratlapur? Ja? Mir ist gerade beim Urinieren aufgefallen, dass ich da so ganz seltsame Pickel habe. Könnten Sie da vielleicht mal nachgucken? Es juckt doch ein wenig. Wir haben auch gleich den Sorge, Hosen. Ich bin inzwischen spezialisiert auf diese Pilze. Keine Sorge, ich hatte da gestern auch schon einen Anfall von. Wir haben auch extra den Hosenstall gleich offen gelassen. Ganz in Ordnung aus. Aber schaut in Ordnung aus. Ich tue mal ein bisschen hier so eine Wundsalbe drauf und dann wird das schon wieder, keine Sorge. Ah, das zieht. Ah, das brennt ein bisschen, keine Sorge. Aber es ist nicht schlimm. Meinen Sie, es wird wieder alles? Ich hab Angst, dass er abfällt. Nein, keine Sorge, das wird wieder. Ach, sehr gut. Ich danke Ihnen vielmals. Das würde bei der Größe doch eh keinen Unterschied machen, ob der abfällt oder nicht. Ja, trotzdem. Soweit ich das mitbekommen habe, wäre das für die Bevölkerung ja gar nicht mal unbedingt schlecht, wenn der abfallen würde. Also sie wird doch auch denken, dass wir die jetzt noch aufs Übelste verarschen wollen. Und sie hier. Bro, Sie können doch bestimmt auch hier bei unserer Verhandlung aussagen, oder? Ja, ich kann das wohl reagieren, aber ich weiß nicht, was ich da handelt. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, in was für einer Verhandlung ich mich befinde. Ich werde nur, dass ich angeklagt werde und ich hoffe, dass die mich entlasten können. Wo ist denn der Gerichtsdiener? Der Gerichtsdiener, der musste leider zu seiner Mutter, weil sie sehr schwer krank geworden ist. Und ja, ich weiß es nicht genau. Ich bin ja auch nur der Angeklagte. Microphone muted. Microphone activated. Ich werde dann jetzt anfangen, oder? Hm. Microphone muted. Ah, okay. Das heißt also, wir wissen gar nicht, um was es sich hier handelt. Bitte erheben Sie sich. Also ich weiß nicht, um was es geht. Ach so, okay, ja, okay. Da ist er ja. Ah ja, Ruhe bewahren, ne? War das doch, oder? So, schönen guten Tag. Rebellen, Zivilisten, Polizisten. Ich begrüße Sie zu dieser Gerichtsverhandlung und bitte Sie erst einmal Platz zu nehmen. Zuerst einmal möchte ich die Personalien von Herr Silent Assassin, dem Angeklagten, überprüfen. Ihr Name ist Silent Assassin. Ja. Sie sind das, ist korrekt. Das Kind von Herrn Horst und Herrn Olaf. Ja, das ist richtig. Sie haben 20 Kinder. Ist das auch richtig? Ja, das ist das 21. ist gerade am Kommen. Okay. Sie sind wohnhaft in Pyrgos und sind in Zaros geboren. Und zwar im Jahr 1922, ja. Am 25. Januar. Opfer Sturmmaske verschafft haben und ihn dort überrascht haben, niedergestreckt haben und dann vergewaltigt haben. Infolge der Vergewaltigung soll das Opfer Sturmmaske zu Tode gekommen sein. Die Anklage lautet daher Vergewaltigung mit Todesfolge nach Paragraph 2 StGB Absatz 4. Am Tatort wurden Fingerabdrücke und ein blutiger Schlüpfer des Angeklagten gefunden. Und der Zeuge Bro soll ihn in der Zeit um 12 Uhr am Tatort gesehen haben. Das kann doch gar nicht sein. Ja, vielen Dank, Herr Lucky Strike, für Ihre Ausführungen.
Der Herr Silent Assassin wird, wie ich erfahren habe, sich selbst verteidigen, deswegen haben Sie nun das Wort. Bitte erheben Sie sich und ich übergebe Ihnen nun das Wort. Das ist alles an den Haaren herbeigezogen. An dem Tag war ich gar nicht am Tatort. Ich war unterwegs mit jemandem. Ich Herr möchte Silent jetzt keine weiteren Namen. Wo wollen Sie denn zur Tatzeit, hier 12 Uhr am 20.06.2014 gewesen sein? Zu dieser Tatzeit befand ich mich mit einer weiteren Person zusammen. Welche Person war das dann? Ja, das möchte ich jetzt eigentlich so nicht sagen. 4, fall back. Ja, dann hol das mal aus mir raus. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie die Aussage in dem Fall nicht verweigern können. Sie müssen uns also diese Information auf jeden Fall rausgeben. Darum frage ich Sie nochmal, bei wem Sie zur genannten Zeit waren und was Sie dort getan haben. In der besagten Zeit, ja, war ich mit Rekruten Mila unterwegs. Die bringt mich um. Und was haben Sie mit der Rekrutin Mila gemacht? Ja, das möchte ich jetzt so nicht sagen. Der Gerichtssaal wird gerade gestört. Bitte entfernen Sie die Störkenfriede. Ich habe Sie gerufen. Dann nehmen Sie bitte in den hinteren Reihen Platz und stören Sie nicht diese Verhandlungen. So, Sie können mit den Ausführungen weitermachen. Herr Lucky Strike. Alter, ich überlege gerade echt, ob ich das so krass rüberbringen soll, das ist echt eine scheiß Idee. Ach Quatsch. Das werden wir also so übernehmen. Mit der Rekrutin Mila um 12 Uhr unterwegs gewesen sein. Das ist korrekt, ja. Können Sie mir den genauen Zeitraum nennen, wo Sie sich aufgehalten haben? Frau Mila, bitte setzen Sie sich wieder. 11 Uhr. Kann außer der Rekrutin Mila sonst jemand bezeugen, dass sie sich bei der Rekrutin Mila aufgehalten haben? Ja, die Rekrutin hat einen Goldfisch, der das bestätigen kann, und einen Hund, der das bestimmt auch gesehen hat. Moin. Kannten Sie denn das Opfer Sturmmaske? Ich habe diese Person vielleicht zwischendurch mal gesehen, aber bewusst kennengelernt habe ich ihn nie, nein. Sie möchten also abstreiten, am genannten Tag bei dem Opfer gewesen zu sein, und Sie möchten auch bestreiten, dass Sie das Opfer näher gekannt haben. Ja, das ist korrekt. 12. Return to formation. Haben Sie sonst noch irgendetwas zu Ihrer eigenen Verteidigung zu sagen? Ich finde es lächerlich, dass die Banditen mittlerweile die gleichen Methoden nutzen wie dieser kapitalistische Staat, gegen den wir eigentlich kämpfen wollen. Tut mir leid, aber das ist nicht, Sache der Verhandlung hier und daher nicht relevant. Ich habe dann keine weiteren Fragen mehr an den Angeklagten. Okay, vielen Dank an Herr Lucky Strike und Silent Assassin. Wir werden damit die erste Zeugin hervorbitten. Frau Milan, erheben Sie sich bitte. So, Frau Milan, ich muss Sie erstmal darüber aufklären, dass Sie nun unter einem Eid stehen. Das heißt, Sie müssen die Wahrheit sagen, nichts als die Wahrheit. Ich werde zuerst einmal Ihre Personalien überprüfen. Sie sind nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Richtig. Ihr Name lautet Frau Rekrutin Mila. Richtig. Sie sind am 31. August 2002 geboren. Nicht ganz korrekt. Dann nennen Sie mir bitte die wichtigen Daten. 17.07.1990. Okay, dann muss ich das schnell berichtigen. Sie haben zwei Haustiere, einmal ein Goldfisch. Wie ist das andere Vieh? Hund. Und ein Hund. Korrektur, ein Hund. Goldfisch ist tot, der schwimmt in Kanal unten. Okay, damit ist schon mal ein Zeuge weggefallen, das ist schade, das war einer unserer Hauptzeugen.
Okay, dann haben wir soweit Ihre Personalien. Sie sind derzeit wohnhaft in Pyrgos. Ist das korrekt? Entschuldigung, Moment. Negativ, ich bin umgezogen nach Hatira. Das ist auch falsch, okay. Und Ihre Eltern heißen Herr Officer Brow und Frau Officer Dirty Sun. Ist das soweit korrekt? Richtig, ja. Ich bin in der Boss nicht wahrnehmen. Ja, es ist eine traurige Angelegenheit, da ja hier jemand bei dem Ganzen zu Schaden gekommen ist. Und dafür wird jetzt auch jemand zur Rechenschaft gezogen. Ob das der Herr Silent Assassin ist, wird sich jetzt demnächst noch herausstellen. Okay, dann Herr Lucky Strike, Sie können jetzt der Zeugin Fragen stellen. Alles klar, vielen Dank. So, Rekrutin Mieler, der Angeklagte gibt an, dass er am Tattag dort tatsächlich mit Ihnen unterwegs war. Können Sie das bestätigen? Ich bestätige dieses. Können Sie uns beschreiben, was Sie zu der Zeit mit Ihnen gemacht haben? Wo Sie unterwegs waren, was passiert ist? Also, wir waren bei mir zu Hause, aber näher möchte ich dann nicht drauf eingehen, weil der Herr Silent doch, naja, sehr eigenartige Wünsche hatte. Ich glaube nicht, dass da genaue Details sinnvoll wären. Okay, können Sie uns kurz beschreiben, wie Sie sich kennengelernt haben und wie lange Sie sich schon Moment, bitte, ich muss kurz überlegen. Kennen tue ich ihn seit Februar. Tschüss. Vor 2 Jahren. Kennengelernt haben wir uns, dann bin ich damals noch in die Berufsfachhochschule gegangen. Nein, und nicht einmal bei der Polizei. So waren wir mal fort, meine Mädels und ich. Beziehungsweise mein lieber Herr Vater. Ist ja auch noch jung geblieben. Und ja, und da habe ich den Herrn Silent kennengelernt. Können Sie denn uns und dem Gericht mal mit Ihren Worten beschreiben, den Charakter vom Herrn Silent Assassin? Wir haben Sie kennengelernt, er als grüner Mensch. Einfühlsvoller Mensch, ehrlich, treu. Ja. Möchtest du dich daran erinnern, dass Sie unter Eid stehen? Ich weiß, dass ich unter Eid stehe und ich sage die Wahrheit. Dieser Mensch ist ja einfühlsam. Ich verstehe auch nicht ganz, was er bei den Rebellen jetzt macht, weil... Ja, ein ganz netter. Nicht so, wie Sie ihn beschreiben, welche Tat er begangen haben soll. Das passt nicht zu ihm, ganz und gar nicht. Okay, ich hätte dann keine weiteren Fragen mehr an die Rekruten Lila. Herr Silent Assassin, haben Sie jetzt noch irgendwelche Fragen an die Zeugin? Nein, soweit nicht. Okay, Frau Rekrutin Mieler, Sie sind soweit vereidigt und ich bitte Sie, Platz zu nehmen und rufe nun den nächsten Zeugen in den Zeugenstand. Danke. Herr Officer Brow, erheben Sie sich bitte. So, auch Sie muss ich belehren, Sie sehen nun unter einem staatlichen Eid, das heißt, Sie müssen die Wahrheit nichts als die Wahrheit sagen. Ich fühle mich bedroht durch die Waffe von Officer Brow. Herr Brow, können Sie... Mein Papa wird dir doch nichts tun. Okay, vielen Dank, Herr Brow. Danke. Ich werde jetzt nun Ihre Personalien und Ihre persönlichen Verhältnisse überprüfen, wie ich das schon bei den anderen gemacht habe. Ihr Name ist Herr Officer Brow. Okay. Mein Name ist nicht Herr Officer Bro, sondern Bro, ja. Okay. Sie sind verwandt bzw. verschwägert mit dem Angeklagten? Wir sind anscheinend... Ja, also schon. Ja, Sie sollten sich darüber schon im Klaren sein. Ich habe da keine gute Beziehung mit meiner Tochter. Okay. Sie kommen aus einer armen Arbeiterfamilie? Und zurzeit haben Sie einen Aushilfsjob bei der Polizei, also Sie säubern die Fahrzeuge, entfernen die Essensreste bei Dein der Polizei. Bruder ist in der Nähe von Rekruten Mieler, ja.
Ihre Wohnung befindet sich in der Nähe von Frau Rico de Mila. Mehr konnten wir leider nicht herausfinden. Ist das korrekt? Ich bin leider aufgrund meiner Jobsuche immer am Umziehen gewesen. Aber mein fester Standort ist derzeitig in der Sesamstraße 43. Ja, Atira. Und Sie haben Ihr höchster Bildungsstand ist der Grundschulabschluss. Ist das auch korrekt soweit? Absolut richtig, ja. Okay. Dann darf der Herr Lucky Strike so viel, Ihnen. Das hat wirklich nicht geschafft. Ermahne ihn bitte um Ernsthaftigkeit vor dem Gericht. Ich muss Sie auch an dieser Stelle um die Ernsthaftigkeit hier vor Gericht bitten. Also Gelächter zwischendurch, um das Gericht zu stören, finde ich nicht okay. Ich ermahne Sie hiermit. Und damit möchte ich auch gleich weitermachen. Herr Lucky Strike, Sie können dem Zeugen nun Fragen stellen. Danke, Herr Richter. So, Herr Pro. Sie wollen am Tattag zur Tatzeit den Angeklagten teilen Besessen in der Nähe der Wohnung ihrer Tochter Mila gesehen haben? Ja, das ist soweit korrekt. Ich war um 11.31 Uhr mit meinem mit dem Hund von Mila Gassi. Daraufhin ist um 11.40 Uhr ein Auto aufgetaucht, ist gegenüber des Hauses geparkt. Das war ungefähr so ein Camouflage-Grün. Und dabei ist dann halt eine Person ausgestiegen, recht grüne Anziehsachen. Und als Merkmal ist mir dort aufgefallen, dass die Person sich immer an der Glatze streichelt. Das ist mir dann hier im Gerichtssaal auch aufgefallen bei dem Assailant Assassin, dass er die Hände nicht von seiner Glatze fernlassen kann. Die ist auch so schön weich. Okay, kennen Sie denn den Angeklagten selbst auch näher? Nein, leider nicht. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr vielfältig im Beruf unterwegs. Da habe ich dann auch keine Zeit für meine Familie. Die Cops machen halt viel Dreck im Auto. Okay. Kennen Sie denn das Opfer Sturmmaske? Ich weiß leider nur, was eine Sturmmaske ist, aber ich kenne keinerlei Person mit diesem Namen. Okay, dann möchte ich Ihnen jetzt hier ein Foto zeigen. Auf dem sind Sie mit dem Herrn Silent Assassin, Sturmmaske zu sehen. Oh, ja. Ach, ich kann keinen Hintergrund nicht erkennen. Wo sind wir denn da? Das ist auf einem Rummelplatz näher an Ihrer. Das Bild scheint auch schon sicherlich sehr alt zu sein. Da habe ich noch keinen angewachsenen Bart gehabt. Also sehr wahrscheinlich. Ja, gut, ich muss wohl dort zu diesem Zeitpunkt aufgrund dessen, weil ich so melancholisch war und auf einer Jobsuche war und als ich keinen Job gefunden habe, sehr traurig. Deswegen habe ich mich sehr wahrscheinlich mit Alkohol besoffen und habe irgendwelche Fotos geschmissen. Mit irgendwelchen unbekannten Personen. Also wie gesagt, ich kann die Person hier nicht einordnen, geschweige denn identifizieren. Okay, alles klar, vielen Dank. Ich hätte dann keine weiteren Fragen an den Zeugen. Herr Silent Assassin, haben Sie jetzt noch irgendwelche Fragen an den Zeugen? Als Sie den Hund zurückgebracht haben, haben Sie doch garantiert gesehen, dass ich auch noch da war. Das war ja so gegen 14 Uhr, wenn ich mich recht entsinne. Rally up. Einen Moment, das muss ich mir überlegen. Können Sie bitte Ihre Fragen wiederholen? Als Sie den Hund wieder zurückgebracht haben, zu Mina, haben Sie doch garantiert mitbekommen, dass ich mich noch im Haus befunden habe. Das war ja so gegen 14 Uhr, wenn ich mich recht entsinne. Ja, es war auf jeden Fall eine Person im Haus. Form on me. Danke, dann habe ich keine weiteren Fragen. Okay, vielen Dank, Herr Pro. Sie bleiben soweit auch unvereidigt und können sich wieder setzen. Frau Mila, ich habe da noch mal eine Frage an Sie. Herr Richter? Ja, Herr Lucky Strike? Bitte schön. Mir wird gerade hier ein neues Beweismaterial zugespielt. Ich müsste mich mal ganz kurz mit dem Arzt unterhalten, der das Opfer obduziert hat. Ja, ich möchte jetzt noch gerne Frau Mila
um eine Antwort bitten auf die Frage, die ich gleich stelle, und danach werden wir die Sitzung ganz kurz unterbrechen. Alles klar. Frau Mila, unser Kronzeuge, der Herr Goldfisch, hat ja leider bis zum heutigen Tag nicht ganz überlebt, wie Sie selbst gesagt haben. Wie genau ist es denn zu diesem unglücklichen Vorfall gekommen? Dass der Goldfisch tot ist? Ja, ganz genau, Herr Goldfisch. Ich wäre nicht alt, das war Altersschwäche, ich weiß es nicht. Ich habe ihn in seinem Kuchenglas auf einmal mit dem Bauch schwimmend in der Höhe gefunden. Also gab es keine Anzeichen von Gewalt mit irgendwelchen spitzen Gegenständen, stumpfen Gegenständen? Okay. Nein. Okay. Auch mein Hund hat ihn nicht gegessen. Okay, vielen Dank für Ihre Antwort. Sie bleiben auch weiterhin unvereidigt. Sie können sich wieder setzen. Damit unterbrechen wir jetzt die Verhandlung erst einmal für etwa eine Minute. Ich würde doch gerne den Arzt Dirtison, der die Obduktion am Opfer damals durchgeführt hat, gerne direkt als Zeugen mit vorladen. 12, fall back. Willst du dich jetzt erst mit dem besprechen oder soll ich den gleich reinrufen? Nö, direkt rein. Wen? Birkel, oder? Dirtison. Mikrofon muted. Herr Dirtison. Ich rufe Sie hiermit in den Zeugenstand. Der Herr Dirtison ist gerade aus dem Gerichtssaal gegangen. Ich werde sofort eine Fahndung nach Herr Dirtison aufgeben und wir werden uns nun mit dem zweiten obduzierten Arzt unterhalten. Der hat einen Zettel hinterlegt auf seinem Stuhl, der sagt, da steht drauf, er ist in 5 Minuten wieder da. Vielleicht können wir das ja noch mit der Pause machen. Wir könnten uns vielleicht kurz unterbrechen, ich müsste mich nochmal erleichtern. Schon wieder. Sie waren doch erst vor 2. Mikrofon aktiviert. Medpad einfach mal als Gerichtsdiener. Okay. Herr Medpad, werden Sie bitte den Angeklagten in die Mitte des Raumes führen, damit er in Ruhe urinieren kann? Herr Medpad. Dann werde ich jetzt den zweiten Gerichtsdiener, Herr Dr. Hirikari, bitten. Es wird langsam wirklich dringend. Ja, und bitte lassen Sie den Herrn Silent Assassin weiterhin gefesselt. Wir wollen hier keine Vorsichtsmaßnahmen missachten. Und machen Sie ihm bitte den Hosenstall auf, so wie Sie das schon gelernt haben. Sie sollten da vielleicht weggehen. Oh. Ah, kannst du ordentlich einziehen lassen, ne? Ja, das ist wirklich erleichternd. Herr Iraki, könnten Sie vielleicht 5 abspülen, weil das geht gerade sehr schlecht. Vielen Dank, Herr Hiraki. Führen Sie dann bitte den Angeklagten wieder auf seine Bank zurück. So, wir werden dann jetzt den zweiten behandelten Arzt dazu holen, Dr. Grat Labour, der die Leiche obduziert hat. Bitte treten Sie in den Zeugenstand. Und passen Sie auf, in der Mitte des Raumes ist noch etwas Urin. Keine Sorge, ich werde aufpassen. So, Herr Grat Labour, ich muss Sie jetzt auch darüber in Kenntnis setzen, dass Sie jetzt unter einem staatlichen Eid stehen. Und ich... Was hast du gesagt? Das staatliche Eid. Was denn sonst? Ein staatlicher Eid, ein rebellischer Eid. Ja, ich höre gerade, das ist ein rebellischer Eid. Ich werde jetzt Ihre Personalien überprüfen. Sie sind Herr Dr. Grat Labour. Ist das soweit korrekt? So richtig. Sie sind am 31.12.1958 geboren. So richtig. Sie sind ein Waisenkind, also ich habe hier zumindest keine Eltern stehen. Ist das soweit auch korrekt? Das Waisenkind ist nicht so richtig, aber ich habe auf jeden Fall Eltern.
Okay, und Sie sind in einer Kirche aufgewachsen. Sie sind also gläubig. Und Sie sind ein Abiturient. Ja, das ist so richtig. Und zurzeit arbeiten Sie als Arzt und Hobbygärtner. Ja. Ja. Okay, dann bleiben Sie bis hierhin unvereidigt und ich bitte nun Herrn Lucky Strike, dem Zeugen Fragen zu stellen. Ja, Herr Dr. Gradlabur, Sie haben damals mit die Obduktion am Opfer Sturmmaske durchgeführt. Ist das soweit korrekt? Ist so korrekt. Ich habe hier den Obduktionsbericht vorliegen, nachdem war die Todesursache extreme Penetration des Rektums. Ist das soweit korrekt? Das ist so korrekt, ja. Jetzt habe ich hier in einer der Blutuntersuchungen des Opfers gesehen, dass dieses wohl an dem hier in Altes leider sehr weit verbreiteten Arschkrebs AIDS leiden soll. Stimmt das soweit, wenn wir das bestätigen? Das ist so richtig. Ich bräuchte jetzt Ihre Meinung als Fachmann. Müsste man oder können Sie uns beschreiben, inwieweit die diese Arschkrebs-AIDS-Geschichte ansteckend ist? Diese ist sehr ansteckend. Sollte bei einer also, minimalen Berührung kann diese schon ansteckend wirken. Also müssten wir davon ausgehen, dass sollte die Penetration ohne entsprechende Blutungsmittel durchgeführt worden sein, dass der Täter auch sich angesteckt hat an dem Arschkrebs. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, ja. Herr Richter, ich würde dann um die Anordnung bitten, beim Angeklagten Silent Assassin eine entsprechende Blutprobe zu nehmen und die auf Arschkrebs zu untersuchen. Ja, das sollte sich dabei herausstellen, dass der Angeklagte tatsächlich an Arschkrebs leidet, wäre davon auszugehen, dass wir ihn damit überführt hätten. Ja, ich werde damit die Verhandlung für etwa eine Minute unterbrechen und Herr Gradlabur, walten Sie bitte Ihres Amtes und entnehmen Sie dem Angeklagten ein wenig Blut. Ja. So, jetzt bleiben Sie einmal kurz zurückstehen, das gibt kurz einen kurzen Piep. So. Ja, keine Sorge. So, jetzt habe ich eine kleine Blut. Probe. Können Sie nicht ein bisschen besser aufpassen? Ich werde Sie mal kurz untersuchen. Was macht er da? Mikrofon aktiviert. Der untersucht. Das ist ein Labor. Warum rennst du dem hinterher? Ich habe gerade verstanden, ich werde Sie mal kurz untersuchen. Return to formation. So, ich habe es in meinem Labor untersucht. Der Test ist Mikrofon muted. Negativ ausgefallen. Boah, wie hat er den Test? Ja! Da muss ich Sie jetzt fragen, wie sicher ist denn dieser Test? Dann hätte ich noch ein paar Fragen an den Herrn Doktor. Gibt es da noch eine zweite Möglichkeit oder muss man da noch einen zweiten Test machen, um das auch hundertprozentig sicher rauszubekommen? Oder ist dieser Test tatsächlich hundertprozentig sicher? Es gäbe noch eine Möglichkeit, und zwar wenn durch eine Urinprobe. Tut mir leid, ich bin leer. Wir haben ja dann noch ein wenig Urin in der Mitte des Raumes. Das können wir ja einfach aufsammeln. ich hole mal schnell einen Wischmopp und ich kann Ihnen dann die Urinprobe bringen. Warten Sie, ich gehe in meinen Schrank. So, das soll jetzt genug Urin von Angeklagten sein. Ich übergebe Ihnen mal den Wischmopp. Regroup. Danke. Ihr wollt mich doch echt noch heute erschießen, ne? Mikrofon aktiviert. Okay. Ja, was Besseres mit dir vorkommt. Schweine. Ich hoffe, der entlastet mich nochmal.
Denkt dran, da steht auch uns jetzt ein kleines bisschen bei. Wie lange ist das? 10 Minuten. So. Mikrofon muted. Meine neue Feststellung ist, er hat sich auf jeden Fall damit angesteckt. Ich habe auch noch Spuren vor diesem Pilz gefunden. Erst und steht nämlich da auch ein kleiner Pilz. Ein Pilz? Mikrofon activated. Mikrofon muted. Lisa, möchtest du mir irgendwas sagen? Frau Mehle, haben Sie dazu jetzt irgendwas zu sagen? Es gibt nichts zu sagen. Ich hab dir nichts zu verheimlichen. Unsere... Ja, aber wie kann denn das sein? Schatz! Ich weiß es nicht, wo du deinen allerwertesten überall reinsteckst. Warst du nicht einmal bei meinem Vater auf Besuch? Das sollte jetzt so eigentlich nicht rauskommen, aber... Ja, das ist jetzt so direkt auch nicht Gegenstand der Verhandlung. Ich würde dann den Herrn Strike jetzt bitten. Noch, gibt es da noch Fragen an den Herrn Kratlaku? Aber, Moment, darf ich noch was sagen? Ja. Der Herr Mepped, glaube ich, den kennst du auch ziemlich gut, oder? Ja, ich glaube, darüber sollten wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Nee, nichts später. Wenn wir hier vor dem Gericht sind, kann man das auch gleich klären, da. Jetzt bitte keine privaten Probleme hier klären. Keine privaten Probleme, Frau Mila. Männer da rumtun und einer davon mein Vater. Jetzt schäm dich echt, Silent. Herr Gerichtsdiener, bitte bringen Sie Frau Mila zur Besinnung. Warum nicht von mir? Gerichtsdiener! Okay, dann eben nicht. Der kommt nicht mehr. Der ist wieder mal eingeschlafen. Der wird gefeuert nach der Verhandlung. Erschossen. Okay, Herr Lucky Strike, haben Sie jetzt noch irgendwelche Fragen an Herr Silent Assassin oder Herrn Dr. Kratlabur? Nein. Herr Silent Assassin, haben Sie jetzt noch irgendwelche Fragen an Herrn Dr. Kratlabur? Nein. Okay, dann kommen wir jetzt zum Schlusswort vom Herrn Rebellenanwalt Lucky Strike. Ich bitte um Ihr Schlussplädoyer. Alles klar, vielen Dank. Ja, wie die Beweisaufnahme gezeigt hat, haben wir hier den Befund des Arschkrebs-Aids beim angeklagten Silent Assassin. Ich halte die Aussagen der Rekruten Mila und ihres Vaters Officer Bro für nicht wahrheitsgemäß. Ich denke, die Rekruten Mila möchte nur den angeklagten Silent Assassin schützen und trotz dem nicht ganz guten Verhältnis zwischen Officer Bro und seiner Tochter Rekruten Mila glaube ich, dass auch er versucht, den Angeklagten zu schützen. Das Testergebnis des Arschkrebs-Tests hat ganz klar gezeigt, dass hier eine Penetration vom angeklagten Silent Assassin am Opfer stattgefunden haben muss. Und sehe damit die Anklage als bestätigt und fordere eine entsprechend angemessene Strafe. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Lucky Strike. Darf ich noch kurz was einbringen? Nein, darfst du nicht. Nein, das tut mir leid, Frau Mila. Ich kann den zu 100% entlasten. Dann gebe ich Ihnen jetzt ganz kurz Zeit, aber Sie beeilen sich jetzt bitte. Regroup. Im Juni soll er angeblich wen ermordet haben mit Vergewaltigung. Return to formation. Ja, ist richtig. Stimmt das? Ja, das ist soweit richtig. Ich bin im dritten Monat schwanger. Nicht möglich. Was? Das ist ja wunderbar. Mikrofon gehen wir auch mal da jetzt weiter. Ich habe keine Ahnung. Mikrofon muted. Das wirft natürlich ein anderes Licht auf die ganze Verhandlung. Aber wieso sind Sie damit nicht eher rausgerückt? Ich meine, man sieht ja, dass Sie schon einen etwas dickeren Bauch haben. Ich hatte das erste auf ein anderes Problem geschoben, aber wenn Sie das jetzt so sagen, macht das natürlich Sinn. Ja, ich wollte es eigentlich geheim halten, weil ich doch erst in der 11. Woche bin und bis zur 12. Woche es gefährlich ist, das Kind zu verlieren. Form on me. Herr Lucky Strike, haben Sie da... Ich bin sprachlos.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Herr Silent Assassin. Danke. Das ist jetzt echt scheiße. Ja, aus kleinen Akten über die Rekrutin Mila kann ich aber eindeutig sehen, dass sie nicht unbedingt als Mauerblümchen bekannt ist und muss daher vermuten, dass da durchaus auch andere Kandidaten in Frage kämen. Diese Anschuldigung ziehen Sie bitte zurück. Vor? Also das verbiete ich mir. Bitte verlassen Sie nicht Ihre Plätze. Herr Silent Assassin, Sie sind immer noch gefesselt. Sag das nochmal. Ich bitte um Ruhe, Herr Silent Assassin. Herr Gerichtsdiener, Sie dürfen jetzt Herr Silent Assassin gleich erschießen. Silent, geh auf deinen Platz bitte zurück. Ich zähle jetzt bis 5, Herr Silent Assassin, dann sind Sie an Ihrem Platz. Setz dich hin und gib Ruhe. Frauen immer alles selbst machen müssen. Ich werde sie kriegen, Herr Anwalt. Möchten Sie damit andeuten, dass es auch sein könnte, dass Sie die Schwangerschaft selbst eingeleitet haben durch eine künstliche Befruchtung? Negativ. Eine künstliche Befruchtung ist in der heutigen Zeit nicht möglich ohne einen Partner, der zustimmt. Es müssen viele psychologische Tests gemacht werden, auch Untersuchungen. Wie? Ob seine Spermien zu langsam sind? 4 Minuten, Leute. Ja, da auch durchaus einen Schwarzmarkt. Wir werden das Ganze jetzt bitte mal hier unterbrechen. Es gibt da nämlich noch andere Informationen, die ich Ihnen später sagen werde. Herr Silent Assassin, Sie als Ihr Verteidiger haben natürlich jetzt auch noch ein Schlussplädoyer zu halten. Ich bitte um Ihr Wort. Ja, da nicht direkt beschrieben werden konnte, dass ich an dem Tag und zu diesem Tatzeitpunkt beim Herrn Sturm das gesah und diese Krankheit wahrscheinlich bei vielen kursiert, ich habe meine Fehler gemacht, es tut mir leid, Mila. Ich glaube nicht, dass das irgendwie eindeutig sein kann. Daher plädiere ich auf unschuldig. Und Mila, wir sollten uns vielleicht später nochmal unterhalten. Ich weiß nicht, ob es da noch was zu reden gibt, Silent. Okay, vielen Dank. Herr Silent Assassin, ich werde mich nun kurz zurückziehen. Überlegen müssen. Und mit mir selber darüber sprechen, welches Strafmaß, beziehungsweise ob überhaupt der Silent Assassin schuldig ist. Nice restart. So, ich bin nun schon wieder fertig. Bitte erheben Sie sich. Der Angeklagte, Herr Silent Assassin, wird schuldig gesprochen. Er wird zu einem Strafmaß von 5000 Sozialstunden in Kavala bestraft. Und zwar wird er dort jedem Troller, der einen Regelverstoß begeht, alle Surferregeln komplett vorlesen müssen. Das Ganze hat natürlich auch einen Grund. Frau Mila, vor 3 Monaten in etwa kam ich heimlich in ihr Schlafzimmer und habe, während sie geschlafen sind, ein Kind mit ihnen gezeugt. Davon wussten sie nur nichts. Deswegen bin ich jetzt zu diesem Entschluss gekommen. Ich hoffe, das ist Ihnen klar. Nein, nein. Sie werden mich niemals finden. Ich werde jetzt auswandern. Ich werde sie finden und ich werde sie töten, genau wie den Anwalt. Oh mein Gott, ich brauche einen Arzt. Ich brauche einen Arzt. Ganz schnell einen Arzt. Herr Kratlabur, Ihr Einsatz. Einen Arzt, sofort hier hin. Keine Sorge, ich bin schon vor Ort. Das ist mir schlecht. Aber werden Sie ruhig. Vergewaltigung, Sorge, Sie gehören angezeigt. Keine Sorge, ich bin bei Ihnen. Zeig diesen Mann an. Machen Sie doch was, beeilen Sie sich. Ja. Helfen Sie hier, los. Schön einatmen, ausatmen. Schön ruhig bleiben. Bleiben Sie ruhig, bleiben Sie entspannt. Keine Sorge. Sie hat einen epileptischen Anfall. Machen Sie doch was. Restart. Scheiße.